Hallöchen ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es wurde sich gewünscht, dass ich mal etwas mit Washi-Tape basteln sollte und ich bin im Moment derzeit voll abhängig, was heißt abhängig, süchtig nach Pinterest. Und da habe ich mir eine Pinnwand angelegt und zwar mit Washi-Tape und unter anderem habe ich da eine so coole Bastelidee entdeckt, die ich euch auch gerne hier auf dem Kanal zeigen möchte. Es ist so, Pinterest sind Bilder. Es ist eine Suchmaschine mit Bildern, würde ich jetzt mal sagen. Und teilweise fehlt aber so ein bisschen die Bastelanleitung. Und es ist ja so, dass viele eine Bastelanleitung benötigen. Und ich habe mir halt so gedacht, ja, Pinterest inspiriert mich sowas von. Und ich zeige euch dann einfach, wie ich das umsetzen würde, wenn ich dort Bilder sehe, die mir super gut gefallen. So, ich möchte einen Bilderrahmen machen, ungefähr. Kann ich so sagen? Oder eine Bilderwand? Mal schauen. Ja, was braucht ihr dazu? Ihr benötigt einmal diese Pinnnadeln, damit man das Ganze dann festpinnen kann. Man braucht diese Bastelsticks, also so Holzstäbchen. Man benötigt Washi-Tape. Ich habe mich für dieses entschieden. Und zwar aus folgendem Grund, weil ich diese beiden Bilder von meinen Söhnen dran pinnen möchte und die halt dieses Farbspiel im Hintergrund haben. Hier kann man das gut erkennen. So, deswegen dieses Washi-Tape. Ich werde jetzt auch anfangen, auf unserer Webseite meine Washi-Tapes zu listen. Noch habe ich nicht angefangen. Ich möchte es aber machen, auch für mich, damit ich einen Überblick habe, was ich eigentlich habe. So, dann brauche ich Kleber und ich brauche doppelseitiges Klebeband. Ich habe mir jetzt ganz dünnes genommen. Ich weiß gar nicht, ja, 3 mm. 3 mm dünn ist das. Und dann habe ich noch ein bisschen dickeres genommen und ein Cuttermesser und dann würde ich sagen, wir starten. Zuerst überlege ich mir, wie groß meine Wand werden soll, beziehungsweise mein Bilderrahmen. Und ich möchte das mir so in meine Büroecke hängen. Deswegen teste ich hier erstmal aus. So. Wenn ich das gemacht habe, ist es meine Aufgabe, hier das Washi-Tape damit einfach zu bekleben. Also super einfach, umgekehrt, die Holzsticks mit dem Washi-Tape zu bekleben. So ist es richtig. Und das mache ich jetzt mit allen Stäbchen. Kleiner Tipp zwischendurch, ich empfehle zuerst die Seiten umzuknicken. Dann habt ihr hier einfach eine schönere Ansicht. Einfach so, so. Und dann macht ihr das ganz normal, wie eben schon gezeigt. So, jetzt sieht das Ganze so aus und jetzt muss man das ja irgendwie zusammenbringen. Ich habe mir jetzt gedacht, dass ich eventuell mit dem doppelseitigen Klebeband mir erstmal hier so die Ränder mache, damit ich das nachher dann so verbinden kann. Es wird jetzt so sein, dass ich jetzt noch 4 weitere Stäbe benötige, weil ich möchte das ja dann auch aufhängen. Das heißt, ich brauche ja von hinten auch irgendwas, wo ich dann aufhängen kann. Und jetzt gucke ich mal, ob das funktioniert. Ich habe das vorher nicht getestet. Wir gucken einfach mal. Kann auch sein, dass ich es nachher anders machen muss. Dass ich mir jetzt hier so einen kleinen Rahmen mache. Das funktioniert schon mal nicht, weil das dann höher wird. So. Ich denke mal, mit Heißkleber wird das hier auch sehr gut gehen. So werde ich es machen, genau. Ich mache mir jetzt das als Grundgerüst, nur die beiden, und lege dann einzeln diese Sachen mir drauf. Genau, so mache ich das. Und verbinde die auch in der Mitte. Genau. Also, ich mache jetzt einfach, um auf Nummer sicher zu gehen, mache ich zum einen hier mir doppelseitiges Klebeband drauf. Dafür nehme ich das etwas breitere. Ist halt jetzt so ein bisschen Fuckelarbeit, aber nun gut. So ist halt Basteln. Einmal.
zweimal. Das ist so meine zusätzliche Sicherung. Das mache ich ab. Oh, und jetzt werde ich Folgendes machen. Ich nehme mir immer so ein Stäbchen, das ist jetzt mein oberstes, mache mir jetzt hier eine Schicht auch doppelseitiges Klebeband dran, und zwar von dem dünnen. So, ich denke, das wird das auf Dauer nicht halten, das doppelseitige Klebeband. Von daher mache ich mir jetzt hier noch einen kleinen Klebepunkt mit drauf. Bevor ich das drauf klebe, mache ich mir das doppelseitige Klebeband ab und bringe das jetzt hier schön bündig drauf. Einmal hier. So. Und einmal hier drüben. Jetzt mache ich mir den nächsten Klebepunkt hier hin. Und hier. Bringe jetzt hier wieder die nächste Schicht doppelseitiges Klebeband dran. Denkt immer, dass ich mit der Kamera arbeite, dass das alles ein bisschen komplizierter aussieht, als wenn man das so machen würde. So, jetzt mache ich das wieder ab. Und jetzt lege ich das wieder so dran, dass das auch hier richtig dann an dem doppelseitigen Klebeband sich festklebt. Und achte auch darauf, dass ich links und rechts halt fast genau an das obere dran komme. So, sieht das schon mal gut aus. Drücke auch das wieder fest. Das ist jetzt in der Mitte gesichert durch das doppelseitige Klebeband. Und so mache ich das jetzt bis unten hin. Wenn das hier an der Seite nicht akkurat ist, das ist total egal. Es ist Holz, es ist eh nicht gerade geschnitten. Ja, das ist jetzt nicht weiter schlimm. Kann man im Nachhinein dann alles auch noch korrigieren. So, und so mache ich das jetzt bis unten hin durch. So sieht es jetzt aus. Ich habe jetzt hier unten die Zwischenräume weggelassen, einfach weil ich gemerkt habe, es bringt nicht wirklich was. Also das Dünne habe ich dann nach der zweiten oder dritten Reihe weggelassen. So, jetzt habe ich hier vorbereitet. Einmal den Justin, einmal den Luca. Und jetzt kann ich das dadurch, dass die Ritze, ich muss noch vorsichtig machen, es ist noch nicht ganz durchgetrocknet. Jetzt kann ich mir das hier in die Lücke reinmachen. Nummer 1, Nummer 2. Und jetzt habe ich mir gedacht, sieht ja noch so ein bisschen leer aus. Muss ich aufpassen, so kann ich das dann festmachen. Dass ich mir vielleicht noch so ein paar Blümchen hinmache oder so. Man muss gucken, wie das dann mit dem Washi-Tape im Hintergrund harmoniert. Jetzt habe ich mir hier so Blümchen vom Action geholt. Einfach mal gucken. Sind zwar Jungs, aber es ist ja für die Mama ins Büro, von daher kann ich hier ruhig rosa nehmen. Sieht das so schön aus? Ja, ich denke schon. Ich könnte jetzt auch Holzelemente hinmachen. Ich hätte mir jetzt auch meine Holzbuchstaben hinmachen können. Hier mache ich Luca hin, hier mache ich Justin hin. Wäre auch eine Idee. Ja, aber ich lasse es jetzt so. So, dann nehme ich jetzt einfach hier mein Blümchen. Jetzt mache ich hier ein bisschen doppelseitiges Klebeband dran. Und wenn ich irgendwann keine Lust mehr auf die Blümchen habe, dann mache ich mir was anderes hin. Und fertig ist meine Fotowand. Dadurch, ich habe es, möchte nicht drehen, nicht, dass mir es auseinanderfällt. Hier gucken die Nadeln durch. Da kann ich die in die Wand reinmachen. Ich kann das nochmal komplett hier in die Wand reinmachen. Ich kann das mir aber auch aufhängen. Ich mache mir so eine Öse hin oder ich stelle mir das so hin. Also da ist jetzt auch wieder so viel möglich. Wie gesagt, einfach kreativ sein, ne? Wenn ich euch sowas zeige, dann mit euren eigenen Sachen umsetzen. Hier an der Seite schneide ich mir so das Papier, was drüber steht, das Washi-Tape, noch so ein bisschen ab. Aber so finde ich das jetzt echt cool. Schön. So, das kommt jetzt an meinen Bürotisch. Finde ich sehr, sehr cool.
Und ich bin auf eure Meinung gespannt. Also ihr seht, es geht super einfach. Holzsachen drumherum gewickelt, zusammenkleben, gut durchtrocknen lassen, ein bisschen dekorieren. Und schon hat man hier etwas Schönes gestaltet. So, ich bin auf eure Meinung gespannt. Gerne in die Kommentare. Und dann war's das von mir. Habt einen tollen Tag und bis bald. Eure Katrin.